So Leute, und zwar jetzt haben wir endlich die Analyse. Naja, bevor ich mal das Video anfange, also ich werde jetzt das Battle Boom Shakalaki gegen Neox in einem separaten Video machen und dann Abriss Squad gegen Drew in einem separaten Video. Also zuerst mal Team Boom Shakalaka gegen Neox. Die Ergebnisse sind schon allen Viertelfinalisten bekannt und der Halbfinalfrist steht schon an, beziehungsweise die haben schon die Möglichkeit, schon an ihre Runden zu arbeiten, deswegen, ja. Nochmal Entschuldigung an alle Zuschauer, weil, aber ich meine, ihr hättet ja auch... Ich meine, die Ergebnisse standen schon eigentlich in der Webseite und am Discord schon fest, aber an alle Zuschauer, die jetzt nur YouTube da sind und so, dafür mal erstmal sorry. Und ich werde dann auch nach ein paar Tagen, also nach der Abriss gegen Drew-Analyse, die hoffe ich am selben Tag online kommen wird, werde ich dann noch ein paar Tagen danach so ein Zwischenfazit-Video hochladen. Und dann noch ein bisschen über das CMB im Allgemeinen reden. Weil ich denke, darüber muss ich auch auf jeden Fall ein bisschen reden. Ja, Team Boom Shakalaka gegen Neox. Zuerst mal, ganz kurz, zuerst mal zum Video. Und zwar, Neox auf jeden Fall, cooles Video. Das Schwächste ist halt die Qualität, aber das wurde halt durch die Nachbearbeitung ziemlich cool. Ja, es wurde einfach ziemlich cool rübergekommen. Ist jetzt qualitativ jetzt nicht so geil wie das Spiel, das Video von einfach Linus. Aber Nachbearbeitung holte einiges raus. Ist aber, finde ich, extrem. Also finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich kann es aber auch verstehen, dass manche Juroren bzw. dass manche Leute es überladen finden. Weil es ist halt extrem viel dabei und auch extrem viel Zeit wurde da investiert. Ich weiß ja, wie das ist. Aber auf jeden Fall ist das Video von Neox sehr gut. Das Video von Boom Shakalaka, das wurde alles auf Atmosphäre und Oldschool-Shit getrimmt. Ich meine, das Video ist nicht mal HD, es ist 480p und wurde auch damaged und auch komisch gerendert. Aber gut, das kann man ja auch so als Stilmittel verwenden, dass man das vielleicht absichtlich runterrendert und damit das Video dann auch mehr um eine Oldschool-Atmosphäre hat, wie das hier der Fall ist. Aber es wurde auch nicht wirklich perfekt aufgefangen. Es gab zum Beispiel diese Einstellungen, zum Beispiel beim Sonnenuntergang oder da, wo Erika den coolen Denkerblick hatte. Da ist auf jeden Fall ziemlich cool eingefangen, aber man hätte zum Beispiel bei der Interface-Hook mehr machen können, anstatt nur die Schrift hinzuklatschen, you know. Dennoch sehe ich da einen Vorteil für Neox. Rap-Skill-technisch sind alle drei auf einem soliden Niveau. Wir haben auf jeden Fall Neox, der sich im Vergleich zum Achtel sehr gesteigert hat. Und Risa, der sich auch sehr gesteigert hat, aber dennoch sehe ich Neox irgendwie vom Stimmeinsatz irgendwie cooler als Risa. Also irgendwie gefällt mir Neox Rap-Style eigentlich sehr gut. Risa sollte auf jeden Fall auch bei solchen Beats bleiben, weil, wie gesagt, im Vergleich, wie schon gesagt, im Vergleich zum Achtel hat er viel weniger Flow-Fehler, er passt viel besser zum Beat. Aber ich denke, das ist eher so persönliche Sache, wenn ich sage, dass Neox besser ist. Wenn wir aber dann zu Eureka kommen, und zwar, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass er der routinierteste ist. Ich meine, besonders im dritten Part geht er richtig ab mit den Reimketten und ich habe auch irgendwie gehofft, dass Eureka sich das Motto zunutze macht. Ich fand es etwas schade, dass er im ersten Part bzw. davor halt nicht wirklich so auf Reimketten getextet hat, wie zum Beispiel auch im Achtel. Ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit dem Achtel, aber das kann man jetzt auch gut als Vergleich nehmen. Lul. Egal. Also dennoch, Eureka, sehr coole Betonungen. Stimmeinsatz ist auch ein Flieg. Und der komponiert bzw. der schreibt seine Texte auch sehr passend dazu. Jo. Wir gehen dann mal kurz zum Motto. Und zwar, wir haben auf jeden Fall Neox, der einen 16er gemacht hat, der sich leicht gemacht hat und der das dann dementsprechend auch gut erledigt hat für den 16er. Reimkettentechnisch hat er das alles mehr oder weniger nicht Standard gemacht. Er hat halt quasi 4 Reimkette für alle 4 Lines, also von Line 1 bis 4 Reimkette, von Line 5 bis 8 Reimkette. Obwohl, da hat er irgendwann mal so eine Anti-Reim gehabt, aber normalerweise ist das Konstrukt seiner Reimketten immer gleich. Und zwar immer 4er Reimkette, 4er Reimkette, 4er Reimkette, 4er Reimkette und dann ist es schon vorbei. Psycho dann auch ein paar Reimketten und so, aber und auch die Hook so, aber dennoch eigentlich, Challenge wurde erfüllt, wurde auch gut erfüllt. Aber mir fehlt halt quasi die Abwechslung. Bei Team Boom Shakalaka ist halt das Motto eigentlich nur in dem letzten Part erfüllt. Von Eureka wurde das qualitativ besser erfüllt. Die Reime sind zwar leichter, aber dafür gehen die Reime viel mehr ineinander
und sind nicht nur so bla 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 rein wie bei Neox und auch bei Risa teilweise. Dennoch sehe ich Neox minimal vorne, weil er es durchgezogen hat. Und obwohl mir die Reime, also bei Reime bei Reka gefallen haben, auch unter anderem bei Risa, wie zum Beispiel Spielekarten und Zielgeradenlein, war, fand ich zum Beispiel sehr gut, ist mir hängen geblieben. Aber trotzdem bei Risa und bei Neox habe ich gehofft, dass sie das noch ein paar Mal Bin-Reime oder vielleicht ein paar, dass sie die Reimketten halt generell ein bisschen miteinander mehr verketten. So, Punchlines ist halt so, dadurch, dass Neox halt nur einen 16er gemacht hat, ist halt nicht wirklich viel dabei, was wirklich gut war. Und da hat sich auch teilweise zu sehr an sein Motto verstreckt bzw. festgesetzt. Zum Beispiel hat er Papierfiguren-Line, war ganz cool. Dann das mit dem Zeilen-Endreim war auch ganz gut, also die Lines. Aber sonst sind da nicht wirklich viele Lines dabei. Zum Beispiel Mappy, das klingt wie eine feminine Karte, weil die kriegt Doras Map definitiv einen harten. War irgendwie so, keine Ahnung, war wegen Map und Mappy so feminine Karte, aber irgendwie war das mir irgendwie zu random. Finde ich, fand jetzt zum Beispiel nicht zu treffen, wie zum Beispiel halt die anderen zwei Lines, die ich erwähnt habe. Dann gehen wir mal zu Team Boom Shakalaka und da ist halt viel, viel mehr drin gewesen. Wie zum Beispiel diese Lines, also ich könnte jetzt eigentlich eine kleine Highlight-Compilation schneiden, weil es halt viel mehr Lines drin sind, abgesehen von Neox, und das sind auch viele mehr Lines, die mir auch hängen geblieben sind. Und dementsprechend hat das auch eine viel stärkere Wirkung. Du hast letzte Runde einfach mal so richtig gezeigt, wie man auf Gangster-Beats hier ein Mädchen rumschreit. Du hast textlich gesehen, in dem Battle keine Chance hätte, in der Pubertät deine Eier genommen. Es ist klar, dass du kein Model bist, denn du bist eine fette Sau. Du springst im Meer, da ist die Niederlande abgetaucht. Der Platz im Turnier ist deine krasse Verschwendung. Dein letztes Video zählt doch nur als Fettfrau. Ich dachte, Mela taut einen Gegner ran, so sehe ich dann das Mord zu Gangster-Rappen. Vor mir schreit mich so ein Mädchen an, das druckvolle Stimme, nur mit fehlerfreien Lines gegen Prä-Pubertäres und hysterisches Geschrei. Ich komm, gehen wir mit Neox den Freitagabend einmal planen, erstmal Hunde filmen und dann in den Club ein paar nicht tanzen. Aber das mit deinen Tieren kann ich gut verstehen, sehe ich deine Performance, will ich auch lieber die Hunde sehen, Neox. Niemand feiert deine Text, einen selbst ohne Ex, wirst du leider immer wack bleiben. Im Endeffekt gebe ich dann sehr knappes 1-0 an Team Boom Shakalaka. Und jetzt, oh mein Gott, Milad gibt da kein 1-1. Wieso gibt Milad kein 1-1? Und zwar, wir haben halt aus dem Grund Neox-Runde, was halt auf qualitativer Ebene recht gut ist. Dennoch finde ich einfach schade, dass der Punchline technisch nicht wirklich krass war. Beziehungsweise da hat sogar BSL quasi ihre stärkste, einfach mit Abstand die größte Stärke gehabt. Also motto-technisch war Neox etwas besser, aber da hätte er ein bisschen mehr machen können. Ich meine, ich könnte jetzt auch wegen einem klaren Videovorteil Neox ein 1-1 geben. Aber ich muss ehrlich sagen, dass der Punchline technisch mir einfach zu wenig war. Beziehungsweise einfach nun 16er im Viertelfinale ist einfach sehr gefährlich. Obwohl das wahrscheinlich dem Motto zugute gemacht hat. Ja, das war's dann. Und ja, wir haben jetzt auch das Ergebnis. Und das Ergebnis ist dann ein 5-4 an Team Boom Shakalaka. Bewertungen könnt ihr in der Webseite nachschauen. Und ja, das war's dann mit der Mini-Analyse. Und dann sollte noch am selben Tag das Video Upgrade Squad gegen Drew Peacock online kommen, beziehungsweise meine Analyse. Yo, haut rein.